Hier sind wir wieder mit unserem Adventskalender und öffnen heute das Türchen mit Peter Braun. Peter, du bist Folkmusiker, aber nicht nur das, sondern du singst nebenbei und spielst auch auf der Gitarre. Wie war es denn für dich, als du erfahren hast, dass jetzt auf einmal die Kulturszene erstmal vorübergehend stilllegen muss? Ja, es kam bei uns, wie wahrscheinlich bei ganz vielen, einfach zum falschen Zeitpunkt. Wir waren jetzt mit einer Gruppe, mit der ich schon sehr lange spiele, mit Reinig, Braun und Böhm, hatten wir gerade zu Weihnachten unser neues Album veröffentlicht, zum 20-Jährigen. Hatten die Chance, es zweimal live vorzustellen, einmal im Januar, einmal Anfang Februar. Ja, und dann wurde runtergefahren. Das heißt, dann ging es da mit unserer CD-Produktion, Debüt, ist alles flach gefallen, ist alles ausgefallen. Also die ist irgendwo total verpufft in diesem Jahr, diese CD-Produktion. Ja, also insofern hat es uns, aber da werden wir mit Sicherheit nicht, oder sind wir mit Sicherheit ja nicht die Einzigen, hat es uns schon auf den falschen Fuß getroffen. Ja. Wurde die Produktion dann verlegt oder konnte sie da noch vorzeitig beendet werden? Nee, die Produktion an sich haben wir ja fertig gemacht. Die CD wurde auch dann noch passend zu Weihnachten, kam die raus. Wir hatten dann bloß keine Chance, mehr live zu spielen. Und in unserer Szene ist es so, dass die CDs schon in der Regel bei den Konzerten verkauft werden. Wir vertreiben die auch über unser Internetportal und auch zum Teil im Handel. Aber das Geschäft läuft eigentlich über die Live-Konzerte und die sind ja mehr oder weniger flach gefallen. Und hast du auch schon Unterstützung erhalten von der Stadt? Also wir haben jetzt, wir haben noch ein weiteres Projekt, was wir letztes Jahr angefangen hatten, ein interkulturelles Projekt, was auch aus der Zusammenarbeit für die letzte CD von Reinig Braun Böhm entstanden ist. Da haben wir mit dem Syrer Samir Al-Halabi zusammengespielt, ein toller Oud-Spieler. Und da haben wir letztes Jahr eine neue Gruppe gegründet, die nennt sich Elsa und der Viertelton, wo wir also unsere Musik mit arabischer Musik auch verbinden, wo wir gegenseitig uns begleiten und sehr integrativ hier unterwegs sind. Und dieses Projekt haben wir letztes Jahr angefangen und dieses Jahr auch mit einer Produktion gestartet. Da haben wir jetzt auch Förderung beantragt und haben auch Förderung bekommen jetzt. Also da sind wir froh, dass wir da einen Teil zumindest von den Kosten dann erstattet bekommen, weil gerade bei neuen Projekten ist natürlich das Problem, wir können nicht auf Rücklagen zurückgreifen, wie es bei Reinig Braun und Böhm uns gibt schon seit 20 Jahren. Wir haben immer Geld dann zurückgelegt von Auftritten, wo wir dann die nächste Produktion dann finanziert haben. Hier ist es eine ganz neue Gruppe, die erst bekannt werden muss und ohne Tonträger ist auch schwer, sich irgendwo auch anzubieten. Und deswegen, wir haben die Zeit jetzt genutzt, die Zeit im Lockdown und die Zeit im Sommer, um daran zu arbeiten und sind jetzt schon recht fortgeschritten mit der Produktion von Elsa und der Viertelton. Ja. Und warst du aber auch mit dieser Förderung zufrieden? Ich meine, viele Künstler sind hier auch auf Unterstützung, Förderung angewiesen, weil sie ja praktisch durch die Musik leben, weil sie machen das ja auch beruflich. Ich bin Gott sei Dank nicht allein auf die Musik angewiesen. Ich bekomme noch ein halbes Gehalt, was mir natürlich dann schon das leichter macht. Also ich persönlich habe keine Existenzängste, aber im Kollegenkreis ist es natürlich schon klar. Ist es schon ein ziemlich schweres Thema gerade. Also auch ein Kollege von mir hat vor vielen Jahren schon einen Großteil seiner festen Anstellung abgegeben zugunsten von seinen musikalischen Projekten, die jetzt eins nach dem anderen weggebrochen sind. Und der hat echte Existenzängste. Und klar, uns ist schwierig, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Und glaubst du, dass Zuschauer das Interesse an Live-Musik verlieren durch die Corona-Krise? Weil jetzt viel auch online streamen oder? Ich glaube, das Interesse verlieren sie bestimmt nicht. Wir haben die Erfahrung gemacht jetzt im Sommer, dass wenn es begrenzte Angebote gab, die wurden immer sehr, sehr gern angenommen. Also wir haben so ein oder andere Balkonkonzert gespielt oder
Konzert gespielt im Freien mit reduzierten Plätzen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das Bedürfnis da ist, was zu machen. Und ich meine, mir geht es ja auch selber so, ich vermisse es total, nicht nur selbst Musik zu machen, sondern auch auf Konzerte, in Theater zu gehen. Ich habe da ein großes Bedürfnis und ich glaube, vielen Leuten geht es schon auch so. Und die Internet-Streaming-Geschichten, das hilft zwar weiter, aber ich denke, es nutzt sich ab. Wir haben zu Beginn der Krise hatten wir die Möglichkeit auch gehabt, ein komplettes Konzert über Streaming zu machen. Da war das Kulturamt in Landau sehr rege, hat ein tolles Projekt gehabt mit vielen Künstlern aus der Region. Es hat Spaß gemacht. Ich denke nur auf Dauer, wenn das jetzt noch eine Weile weitergeht, das nutzt sich halt auch ab. Ja. Du hast ja auch gerade erwähnt, dass du an den Balkonkonzerten mitgewirkt hast oder auch dafür gespielt hast. Wie war es denn für dich? War das eine einmalige Erfahrung oder? Es war eine positive Erfahrung, ja. Also wir haben zwei Konzerte auch mit vor Altersheimen gemacht. Und da sind ja die Leute noch mehr, die haben ja noch ein geringen, schon zu Nicht-Corona-Zeiten schon ein relativ geringes Angebot. Und das war schon eine schöne Interaktion, hat viel Spaß gemacht, man hat gemerkt, es kommt an, die Leute machen mit. Und das wirkt sich natürlich auf uns auch auf uns als Musiker aus. Und wir haben auch hier zum Beispiel in der Bayreuther Straße haben wir hier eines der Balkonkonzerte gemacht mit Elsa und der Viertelton. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil halt einfach auch die Leute haben zum Teil die Lieder gekannt, die wir gespielt haben, haben mitgesungen. Und auch wenn das jetzt keine großen Massen dann sind, aber es ist, ich finde, jedes Stück Live-Konzert und wenn es nur vor einem kleinen Publikum ist, das ist immer so die Hoffnung, dass es weitergeht. Und ich denke, jetzt einzustellen, dieser lange Winter, der jetzt kommt, der Gedanke, da hat sich bei mir noch nicht so ganz verfestigt. Also da habe ich schon ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Ich habe es im Sommer zum Teil auch, jetzt der erste Lockdown, wie alles mal runtergefahren ist, da hat man ja, habe ich es auch erst mal genossen, von diesem ganzen Stress hier mal, von diesen ganzen Verpflichtungen erst mal runterzugehen. Und ich habe unheimlich viel gelesen dieses Jahr, viel fotografiert. Jetzt, der lange Winter, der jetzt da steht, da ist alles ein bisschen anders. Ja, hoffen wir, dass wir gut packen. Ja. Und dass es nächstes Jahr hoffentlich live auch wieder weitergeht. Schon. Ich meine, wir haben ja auch schon von Künstlern gehört, dass sie aufgrund des Lockdowns auch neue Wege sozusagen gefunden haben, ein neues Hobby zum Beispiel entdeckt haben. Ja. Aber genau, ich habe auch viel fotografiert wieder. Ne? Ja. Aber findest du es, dass es eine richtige Entscheidung war, generell die Kunst- und Kulturszene einzustellen? Nee, finde ich nicht, weil ich finde, gerade die Kunst- und Kulturszene waren die, die sehr, sehr viel gemacht haben, also die sehr darauf geachtet hatten, dass ja nicht zu viele, wir haben ein Konzert gemacht, da hatten wir Gott das Glück gehabt, zum Beispiel vor der Kirche zu spielen. Es war eine große Kirche, wir hätten drin, ich glaube 24 Leute hätten in die Kirche gedurft. Ja. Und also das ist ja schon extrem viel Platz und die Leute sitzen ja da, singen ja nicht mit. Ja. Und also es wurde viel gemacht, es wurde viel protokolliert und ich denke eigentlich, dass es eine schwierige Entscheidung auf jeden Fall ist. Ich bin jetzt keiner, der das genau beurteilen kann, richtig oder falsch. Ich denke nur, es gibt ganz andere Dinge, die jetzt hier, wo sich ganz viele Leute an irgendwelchen Plätzen treffen, um einzukaufen, halte ich vielleicht gefährlicher, wie in ein Konzert zu gehen oder in ein Theaterstück anzugucken. Ja. Ich meine, Kunst und Kultur hatte zum Beispiel einen enormen Stellenwert in meinem Leben, weil ich auch gerne Musik mache. Wie glaubst du, dass man das Ganze überwinden kann? Also ich denke, wichtig ist, dass man dabei bleibt, dass man nicht aufgibt, dass man seine Projekte jetzt fortführt, durchzieht, soweit es irgendwie geht, dass man sich an kleinen Strohhalmen jetzt erstmal weiterhangelt, ich meine jetzt die Sicht des Künstlers, ja, dass da, wo es eng wird, weil viele, die wirklich davon leben, für die ist es eine ganz, ganz kritische Phase auch, dass man da die Unterstützung kriegt und dass man möglichst bald auch, sobald sich das irgendwie verantworten lässt, auch wieder diese,
diese freien Räume gibt, um Kunst und Kultur gedeihen zu lassen. Insofern, dass man Theater auch unter Beschränkungen wieder öffnet. Ja, finde ich schon wichtig. Ja. Lieber Peter, wir danken dir ganz sehr für das Gespräch und freuen uns, dass du heute da warst. Dankeschön. Wiedersehen. Erzähl mir nix von gute alte Zeiten. Hör auf von welche Schnee war früher weiß. An jedem Tag war damals was zu leiden. Die Hände verschrummelt und der Kopf voll Schweiß. Verzähl mir nix von Weigeler Romanzen. Hör auf von welche weg und wascht und weih. Ums goldene Kalb tun all miner Danse. Ums Geld und das ist dei und das ist mei. Verzähl mir nix von rote Kinderbacke. Hör auf und wege goldisch Pappelgosch. Und heimlich ist, die andere muss doch packe. Zwei Stämme, was für Ellenbohre hoscht. Von Pilzer Lebenslust. Hör auf und wege Pilzer Urigkeit. Oft ist es so, dass überleben muscht. Für Stimmung bleibt doch wirklich nicht viel Zeit. Rücksicht schreibt und Kinderherze zum Lachen bringt, wie Hoffnung immer wieder Blide treibt und liegnet, dass der Pilzer tanzt und singt. Fang an, die andere Anaschzeit zu lassen und stell den Ungewöhnlichen nicht kalt. Bleib Mensch und hub's nicht laufend aus der Hose. Erzähl von Menschlichkeit, es gibt mir Halt. Fang an, die andere Anaschzeit zu lassen und stell den Ungewöhnlichen nicht kalt. Bleib Mensch und hub's nicht laufend aus der Hose. Erzähl von Menschlichkeit, es gibt mir Halt. Thank you.